Können Geister töten? Teil 2. Constance Hathaway. Im Jahr 1886 lebte in der Stadt Philadelphia eine schöne Frau. Sie wurde von all ihren Freunden und ihrer Familie verehrt. Sie glänzte in der Schule und hatte viele Freunde und Geliebte vorzuweisen. Sie hatte große, strahlend blaue Augen, die das Herz mit einem einzigen Blick zum Schmelzen brachte. Sie hatte runde, volle Lippen, die Männer verrückt machten. Ihr Haar war golden und sie pflegte es besonders gut. Während der gesamten Schulzeit hatte man ihr gesagt, dass sie es allein aufgrund ihres Aussehens zu einer großen Schauspielerin bringen könnte. Und so zog sie nach ihrem Abschluss bei ihren Eltern aus, um eine Schauspielkarriere am Broadway in New York City zu beginnen. Sie war mehr als zuversichtlich, dass sie das nächste neue Gesicht werden würde, das die Welt erobern könnte, denn ihr ganzes Leben lang sagte ihr jeder, wie wunderschön sie sei, und was noch gefährlicher war, sie wusste es. Die Leute sprachen von der Frau, als ob ihr Aussehen mit dem von Kleopatra konkurrieren würde. Egal, was sie im Leben versuchte, in der Regel kam sie allein mit ihrem Aussehen aus. Diese Frau führte ein einfaches Leben und nahm leider alles selbstverständlich hin. Die Menschen taten alles, um einer so schönen Frau wie ihr auf jede erdenkliche Weise zu helfen. Vor allem die Männer. Diese Frau brachte es sogar so weit, dass sie in einer Show auf einer echten Broadway-Bühne auftrat und bald noch eine und noch eine. Schließlich war sie alles, worüber die Casting-Direktoren reden konnten. Jede Show wollte sie singen, tanzen und ihre außergewöhnliche Schönheit zur Schau stellen sehen. Ihre Eltern hatten ihr mehr als genug Geld gegeben, um allein zu leben, während sie im Big Apple arbeitete. Und das, obwohl sie ein gutes Einkommen erzielte. Sie hatte den Kontakt zu ihren Eltern längst verloren, abgesehen davon, dass sie immer noch Unterhaltszahlungen von ihnen erhielt, ebenso wie alle Freunde, die sie ein Zuhause hatte. Schließlich begann die Frau, New York City und das Geschäft, in dem sie sich befand, als die bösartige, oberflächliche Schlinge zu sehen, die sie ist. Nach mehreren Jahren des aufregenden, rasanten Lebens einer Schauspielerin wurde das einfache Leben, das die Frau so lange verwöhnt hatte, bald unaufmerksamer. Sie war zwar immer noch eine der schönsten jungen Frauen, die jemals auf der Bühne gestanden hatten, aber sie war nicht mehr die einzige. Was ihr einst auf dem Silbertablett serviert wurde, musste nun erarbeitet werden. Und die verwöhnte Frau kannte so etwas wie Arbeit nicht. Die Frau verlangte Dinge von anderen, vor allem von denen, die sie für weniger attraktiv hielt als sie. Sie hielt es nicht für nötig, die Rollen als Schauspielerin vorzusprechen und glaubte, dass sie ihr einfach angeboten werden sollten. Je älter sie wurde, desto weniger charmant wurde ihre unreife Höflichkeit. Die Leute schenkten ihr immer weniger Beachtung. Sie bekam immer weniger Aufträge als Schauspielerin, was dazu führte, dass ihre Rechnungen nicht mehr einbrachten, als sie ausgaben, und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Eines Tages erhaschte die Frau einen Blick auf einen Mann im Publikum einer ihrer Vorstellungen. Theaterbesucher am Broadway waren entweder den Einheimischen oder den Wohlhabenden vorbehalten. Am Abend der letzten Aufführung, in der sie auftrat, kam sie vor dem Theater mit dem Mann ins Gespräch, der nichts anderes tun konnte, als sie anzuhimmeln, wie schön und talentiert sie sei. Der Mann kam von außerhalb und die beiden verbrachten die nächsten Tage damit, sich die Sehenswürdigkeiten anzusehen, im Central Park zu picknicken, in den besten Restaurants zu essen und die Zeit ihres Lebens zu genießen. Bevor der Mann die Stadt verlassen wollte, um nach Hause zurückzukehren, gestand die Frau ihm ihre Liebe. Und er willigte ein, sie mitzunehmen. Die Frau verließ alles und jeden, den sie in New York kannte, und zog zu diesem reichen jungen Mann. Bald darauf heirateten sie, und es war bereits von Kindern die Rede. Der Mann war so glücklich mit seiner neuen Braut, dass er zum besten Juwelier ging, den er finden konnte, und ihr die teuerste Perlenkette kaufte, die es dort gab. Die Frau liebte sie fast so sehr, wie sie ihr neues Leben liebte. Doch nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit verunglückte der Ehemann der Frau bei einem tragischen Unfall tödlich. Die Frau meldete dem Sheriff, dass ihr Mann kurz nach der Hochzeitsnacht ermordet worden war. Als die Polizei am Tatort eintraf, fand sie die Leiche des Mannes allein in einer Blutlache.
Der Kopf des Mannes war abgetrennt worden und lag nur wenige Meter von dem blutgetränkten Stumpf entfernt, an dem er einst befestigt war. Sowohl der Mann als auch sein Kopf wurden auf dem Familienfriedhof begraben. Die Frau kümmerte sich nur wenig um ihren Mann und lebte stattdessen von dem Geld, das sie von ihm geerbt hatte. Die Polizei hatte nie vermutet, dass die Frau, die sie über den Mord informiert hatte, zu einem solchen Verbrechen fähig wäre, und der wahre Mörder wurde nie gefunden. Man kam zu dem Schluss, dass es sich bei der Tatwaffe um ein kleines, scharfes, stumpfes Instrument handelte, das viele Male hätte geschwungen werden müssen, um den Hals des Mannes vollständig zu durchtrennen, so wie man das Opfer fand. Bald darauf hatte die Frau alles über ihren verstorbenen Mann, sogar ein kleines, frisch gereinigtes Beil, das sie kurz vor seiner Ermordung aus seinem Werkzeugschuppen geholt hatte, in den dunklen Ecken des Dachbodens ihres neuen Hauses versteckt. Die Frau lebte gut mit dem Geld ihres Mannes und kümmerte sich sogar sehr gut um sein Haus. Nach einer Weile wurde es der Frau zu langweilig, alle Habseligkeiten ihres Mannes zusammenzusuchen, und sie sehnte sich nach mehr Aufregung. Sie beschloss, einen anderen wohlhabenden Mann als ihren nächsten Ehemann anzuwerben. Bald darauf kam auch der nächste Mann und zog in das Haus der Frau ein, nachdem er sein Haus mit großem Gewinn verkauft hatte. Der Mann liebte die Frau und kaufte ihr eine noch teurere Perlenkette als ihr letzter Mann. Kurz nach ihrer Heirat ereignete sich auch für ihn eine schreckliche Tragödie. Nachdem die Frau ihren neuen Mann auf den Dachboden eingeladen hatte, holte sie ihr altes Beil hervor und schlug dem Mann in den Nacken. Auch nachdem er gestürzt war, schlug sie weiter mit dem Beil auf den Mann ein, sodass sein Blut über die Wände und die Decke spritzte. Der Mann konnte vor lauter Blut, das ihm aus dem Mund lief, nicht mehr schreien, während seine Frau weiter auf seine Kehle einhackte. Nachdem seine Wirbelsäule durchtrennt worden war, war der Mann sicher tot, aber die Frau fuhr fort mit ihrer Arbeit und trennte den Kopf vollständig ab. Sie sammelte alles ein, was ihr neuer, verstorbener Ehemann ihr hinterlassen hatte, und begrub auch ihn auf dem Friedhof neben ihrem früheren Ehemann. Im Laufe von 3 Jahren wurden 2 weitere Gräber neben dem ihren ausgehoben. Die Frau hatte gerade ihre 5. und teuerste Perlenkette erhalten. Sie hatte mehr Geld und extravaganten Reichtum, als sie sich je hätte erhoffen können. Sie hielt ihr Hochzeitskleid, das ihr von ihrer Mutter vererbt war und das sie immer zu all ihren Hochzeiten getragen hatte, außerordentlich sauber. Ihr letzter Mann hatte bereits ein Kind, einen erwachsenen Jungen, und von seiner früheren Frau, die an einer Krankheit gestorben war. Der Junge war der Meinung, dass die Ehe zwischen der Frau und seinem Vater zu schnell geschlossen wurde, um echt zu sein, und vermutete, dass die Frau nur hinter seinem Geld her war. Am Tag nach dem Einzug des Mannes ging der Junge zu ihrem Haus und sah sich nach ihm um. Als er ein seltsames Geräusch vom Dachboden hörte, ging er hinauf, um nachzusehen, und sah, wie die Frau, die immer noch ihr Hochzeitskleid trug, an der blutigen Stelle herumhackte, die einst sein Vater war. Der Junge geriet in wütender Panik. Er stürzte sich auf die Frau und riss ihr das Beil aus der Hand. Er kämpfte mit der Frau, aber es war viel zu spät, um das Leben seines Vaters zu retten. Er rammte ihr die Klinge des Beils in die Brust und sagte, dass ein so herzloser Dämon wie sie keinen verdient. Er hackte auf ihre Brust ein, durchstach ihren Brustkorb und riss die Brust der Frau auf. Das Blut durchtränkte das Hochzeitskleid der Frau, als der Junge jeden Stoff und Muskel zerriss, der sich ihm in den Weg stellte. Er griff in ihren Brustkorb, ergriff ihr langsam schlagendes Herz und zog es gewaltsam aus ihrem Körper. Der Junge stand auf und starrte auf das, was der Frau angetan hatte. Er griff nach unten, zog ihr den Ehering, den sein Vater ihr geschenkt hatte, vom Finger und warf ihn aus dem Dachbodenfenster. Er wollte, dass diese Frau nichts mit seinem Vater zu tun hatte. Er entsorgte die Leiche der Frau in eine nahegelegene Abstellkammer. Alles, was man weiß, ist, dass der letzte Ehemann der Frau auf dem Familienfriedhof neben den anderen ruht. Und die Frau? Ihre Leiche wurde nie geborgen und liegt immer noch in der Truhe auf dem Dachboden. Der Junge hatte das Herz der Frau an einen anderen Ort auf dem Dachboden versteckt, nicht in der Truhe bei ihr. Der Junge kam jedoch aus unbekannten Gründen in demselben Raum zu Tode. Bis heute heißt es, dass die Frau verzweifelt nach ihrem Herzen sucht, damit sie wieder Liebe empfinden kann.
Bis dahin empfindet sie nur Hass und das Bedürfnis nach dem Hab und Gut der anderen. Ihr Geist wurde an dem Fenster des Zimmers gesehen, in dem sie gestorben ist, und hält immer noch das Beil in der Hand, mit dem sie so viele Menschen getötet hat. Ihr könnt diese Frau nur auf dem Dachboden ihres ehemaligen Hauses finden. Solltet ihr ihren Geist sehen, wird sie zu euch kommen, und zwar so schön, wie sie immer war. Sie wird euch mit dem freundlichsten und einladendsten Lächeln anlächeln, das man sich nur wünschen kann. Sie wird all das zeigen, was sie im Laufe der Jahre gesammelt hat, um euch zu trösten. Das ist der Moment, in dem ihr euch sofort umdrehen und gehen solltet. Solltet ihr bleiben, hört man angeblich das laute rhythmische Pochen ihres Herzens irgendwo im Raum, nur außerhalb ihrer Reichweite. Sie lockt die Menschen mit ihrer Schönheit an, vor allem die Männer, nur um dann vor ihnen zu verschwinden. Nachdem sie aus eurem Blickfeld verschwunden ist, wird sie euch in einem Spiegel wieder erscheinen, verzerrt und grotesk wie die gequälte Seele, die euch jetzt gefangen hält. Ihr werdet sehen, wie sich ihre Schönheit in das wahre Monster verwandelt, das sie geworden ist. Ihr werdet sehen, wie ihr Hochzeitskleid vor Blut trieft, und ihr werdet ihren kalten Atem in eurem Nacken spüren. Genießt es, denn danach seid ihr das nächste Ziel. Das nächste, was ihr spürt, ist ein scharfer, aber stumpfer Schlag gegen euren Hals. Jetzt könnt ihr nichts mehr tun, um das bösartige Wesen daran zu hindern, euch mit der Kraft des Beils das Genick zu brechen. Ganz gleich, wie sehr ihr euch wehrt oder wohin ihr zu fliehen versucht, euer Kopf wird sich anfühlen, als würde er aus dem Körper gerissen werden. Das ist die Frau, die sich so sehr nach dem Leben sehnt, das sie einmal hatte, und die sich das nimmt, was sie nie wieder genießen kann. Geschätzte Anzahl der Opfer: 22. Der Reisende, das Skelett, der Gefangene, auch bekannt als die Anhalter. Die Geschichte der nächsten drei Geister ist eng miteinander verwoben und ich werde ihre Geschichte als solche erzählen. Sie sind auch die drei tödlichsten Geister in dieser Liste und in der Welt bis heute. Also hört gut zu. In den frühen 1930er Jahren lebte im Norden Floridas drei Brüder. Sie lebten als sehr eng verbundene Familie. Und die Verwüstung der großen Depression brachten sie nur noch enger zusammen. Der jüngste Bruder, 24 Jahre alt, war schlaksig und blass. Und obwohl er immer sehr temperamentvoll war, litt der Junge an einer gefährlichen Anämie. Der mittlere Bruder, 27, war der kräftigste der drei. Er war in der Familie als der Belesenste bekannt und verfügte über ein umfangreiches Wissen in vielen Bereichen, wobei er sich auf mehrere Gebiete der Humanwissenschaften spezialisierte. Der älteste Bruder, 30, war merkwürdigerweise der Kleinste. Er arbeitete eng mit dem Vater am Fließband bei Ford zusammen und trug lange ungepflegte Gesichtsbehaarung. Kurz nach dem Börsencrash wurde der Vater gefährlich krank und die finanziellen Mittel der Familie waren seit dem Verlust seines Arbeitsplatzes stark eingeschränkt. Die Familie konnte sich die medizinische Versorgung, die ihr Vater benötigte, nicht mehr leisten. Die Mutter arbeitete nicht mehr, obwohl sie nun das gesamte Geld verwaltete. Sie hatten gerade noch genug Geld übrig, um entweder ihrem Vater zu helfen, die Behandlung zu bekommen, die er für seine Krankheit brauchte, oder um einem der Brüder einen Schulbesuch zu ermöglichen. Die drei Brüder wollten nichts anderes als ihrem Vater helfen, während der Vater wollte, dass der intelligenteste der drei zur Schule geht. Die Antwort war klar, und es war der letzte Wunsch des Vaters, dass der mittlere Sohn seinen Träumen folgen und Chirurg werden sollte. Obwohl sie alle viel Zeit damit verbrachten, über den Verlust des Vaters und Ehemann zu trauern, unterstützten alle in der Familie den mittleren Jungen, der sich dann wünschte, an der Heilung der Krankheit zu arbeiten, die sein Vater gefordert hatte, und darüber hinaus so vielen anderen zu helfen, wie er konnte. Was diese Geschichte so seltsam macht, ist die Tatsache, dass niemand genau weiß, wie die drei Brüder heißen. Es ist allgemein bekannt, dass der mittlere Sohn als der Reisende bezeichnet wurde, da er zu einer Schule außerhalb des Staates pendelte und als Kind gern Sehenswürdigkeiten besichtigte. Er kleidete sich für die Schule nach bestem Wissen und Gewissen und trug den Mantel und den Bowlerhut seines Vaters. Die Schule war neu und aufregend für den mittleren Bruder.
Er liebte es, neue Fächer zu lernen und seine Kenntnisse in Anatomie und Medizin zu vertiefen. Nach 2 Jahren umfangreicher medizinischer Ausbildung nahm der Reisende eine Auszeit und kehrte nach Hause zurück. Der jüngste Bruder war einer seltenen Krankheit erkrankt. Einer Krankheit, die sein Wachstum und seinen Stoffwechsel fast mehr beschleunigte, als sein Körper verkraften konnte. Er war unglaublich groß und dünn. Er konnte kein gesundes Maß an Muskelgewebe aufbauen. Und an den meisten Stellen seines Körpers konnte man seine Knochen durch die Haut hindurchwachsen sehen. Sein Gesicht, seine Rippen und seine Arme waren nur einige dieser Stellen. Seine Augen waren groß und versanken in seinem Gesicht. Seine Lippen wurden breiter und machten sein Lächeln viel markanter und eindringlicher. Abgesehen von einer allgemeinen körperlichen Schwäche und einer gelegentlichen Kurzatmigkeit war er aber voll leistungsfähig. Aufgrund seiner kindlichen Naivität war das nichts, worüber er sich jemals Sorgen gemacht hätte. Seine Brüder hatten jedoch ein wachsendes, obwohl auch sein Name mit der Zeit in Vergessenheit geriet, wird er in den Aufzeichnungen wegen seiner abscheulichen Gestalt als das Skelett bezeichnet. Unglücklicherweise gingen dem Reisenden jedoch die Ausgaben aus, als die Schule das Schulgeld weit höher ansetzte, als er bezahlen konnte. Und er musste ohne eine ordentliche Ausbildung nach Hause zurückkehren. Bald darauf wurde der jüngste Sohn immer kränker und der Stress forderte seinen Tribut von der Mutter, die sich von einer Brücke in den Tod stürzte. Die Brüder waren untröstlich. Keiner ihrer Eltern hatte ihnen Geld zum Leben hinterlassen und auf dem Arbeitsmarkt gab es so gut wie keine Arbeit. Die Familie wusste nicht mehr, was sie mit dem Geld oder den notwendigen Dingen anfangen sollte. Bald darauf kam der älteste Sohn auf eine Idee, als er sich über das Ende der Prohibition und den beginnenden Krieg informierte. Die Idee war simpel. Er und seine Brüder wollten Schwarzbrauer und Brenner werden. Die Idee war gut genug für sie und sie dachten, dass sie nichts mehr zu verlieren hätten. Sie konnten nicht glauben, dass die Zeiten so hart geworden waren, aber sie waren bereit, alles zu tun, um füreinander zu sorgen. Schließlich tauchte ein Problem auf. Sie mussten das Auto verkaufen. Der älteste Sohn dachte über die Verzweiflung seiner Familie nach, bevor er eine drastische Lösung für das Problem fand, auf die er allerdings nicht stolz genug war, um sie mit seiner Familie zu teilen. Eines Abends ging er hinaus und machte einen langen Spaziergang auf einer besonders einsamen Straße. Nach etwa 3 Stunden Fußmarsch bereitete er sich auf das vor, was er gleich tun würde. Der Bruder hielt den Daumen hoch und wartete auf vorbeifahrende Autos. Bald darauf wurde er von Scheinwerfern angestrahlt und ein Auto verlangsamte seine Fahrt und hielt neben dem Mann an. Der Fahrer war mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf dem Heimweg. Der Bruder verschwendete keine Zeit. Er zog einen Revolver und schoss dem Mann mitten ins Gesicht. Die Frau und die Kinder stiegen verzweifelt aus dem Auto, während der Bruder die blutigen Überreste ihres Liebsten auf die schmutzige Straße warf. Sie brachen schluchzend über der Leiche des Mannes zusammen und verschwanden hinter dem Bruder in völliger Dunkelheit, als er mit ihrem Wagen davonfuhr. Der Bruder beantwortete keine der Fragen seiner Brüder nach dem Auto und bald gaben sie einfach auf und akzeptierten, was ihnen nun gehörte. Schon bald brachte der älteste Bruder jede Nacht mehrere verschiedene Autos mit und kam schließlich an den Punkt, an dem sie ein wirklich tolles Auto für ihren gebrannten Schnaps herrichten konnten. Ihre Schwarzbrennerei lief gut, aber der älteste Bruder konnte sein Geheimnis nicht mehr lange für sich behalten und erzählte seinen Brüdern, woher die Autos kamen. Die 3 Brüder waren schon längst in das Armutsdenken des Überlebens des Stärkeren übergegangen und verstanden, dass der Älteste tun musste, was er tun musste, um sie zu unterstützen. Das Geschäft brachte genug Geld ein, um das Essen auf den Tisch zu bringen, aber sie spürten, dass sie es besser machen konnten. Bald darauf fühlten sich auch die anderen beiden Brüder bereit, die Arbeit des ältesten Bruders zu übernehmen. Der Plan war, sich als Anhalter am Rande wenig befahrener Straßen auszugeben. Sie alle hatten ihre Pläne, was sie tun würden, wenn sie unterwegs waren. Das Skelett hatte eine Klinge für seinen Plan bereit. Und der Reisende, der weniger gewalttätig war, hatte eine Spritze mit einem starken Betäubungsmittel dabei, das er in der Schule kennengelernt hatte. Sie verteilten sich alle auf verschiedenen Straßen. Der älteste Sohn fuhr mit seinem brutalen Plan fort, während das Skelett einen anderen Ansatz ausprobierte. Er zielte gezielt auf vorbeifahrende Autos, in denen sich Paare befanden.
Er hielt den Daumen hoch und wartete auf eine Gelegenheit, seinen großen Brüdern endlich zu zeigen, was er drauf hatte. Sobald jemand anhielt, um ihn mitzunehmen, setzte er sich gezielt hinter den Fahrer. Nachdem er einige Minuten gefahren war, zog das Skelett eine kleine Klinge aus seiner Manteltasche und schlitzte dem Fahrer die Kehle auf. Er kämpfte darum, die Kontrolle über das Auto zu übernehmen und zog es dann an den Straßenrand. Der Beifahrer würde normalerweise schreiend wegrennen, eine Strategie, die er mit der Zeit und seiner Erfahrung immer besser beherrschte. Er holte dann den Beifahrer ein, hielt ihn fest und stach ihm die Augen mit dem Messer aus, während er noch am Straßenrand stand. Das ging dann so schnell, dass er von den anderen Verkehrsteilnehmern nicht gesehen wurde. Einen nach dem anderen rammte er das Messer in die Augenhöhle und riss ihnen die Augen heraus und spießte sie auf und machte sie schmerzhaft unbrauchbar. Um sicherzugehen, dass die Person nie jemanden von ihm oder seinen Brüdern erzählte, trennte er ihm auch die Zunge heraus. So schrecklich die Arbeit auch sein mochte, das Herausreißen der Zunge mit seiner gezackten, stumpfen Klinge war in der Regel das Letzte, was die Opfer vor ihrem Tod spürten. Ein Opfer, das das Skelett für seine Familie zu bringen bereit war. Er machte seine Brüder stolz, indem er auf diese Weise im Laufe vieler Jahre viele Autos sammelte. Während der älteste Sohn seinen grausamen Plan fortsetzte, ganze Familien aus ihren Autos zu zwingen und sie dazu zu bringen, mitten im Nirgendwo um ihren verlorenen Ehemann und Vater zu trauern, war der Reisende ein anderer Typ von Mensch. Er wusste, dass er bereit war, alles für das Wohl seiner Familie zu tun. Aber Gewalt in der Freizeit gehörte einfach nicht zu seinem Naturell. Auch er trampte auf einer einsamen Straße auf und ab und suchte vor allem nach einsamen Fahrern. Er hatte eine Aktentasche dabei, die er während seines Medizinstudiums benutzt hatte, die mit verschiedenen Betäubungsmitteln, Säuren und Giften gefüllt waren. Er wusste, dass er mehr Erfolg haben würde, wenn er versuchte, eine Person zu überwältigen, als viele. Wenn jemand anhielt, um ihn einzulassen, lächelte der Reisende zurück, bedankte sich und sagte ihm, wohin es gehen solle. Während der Fahrt griff der Reisende in seine Aktentasche und zog unauffällig eine bunte Spritze heraus. Er würde sie direkt in die Brust des Fahrers stechen und die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen. Bevor der Fahrer reagieren konnte, war er völlig betäubt. Der Reisende schob ihn auf den Beifahrersitz und übernahm die Kontrolle über sein neues Auto, um zur Werkstatt seiner Familie zu gelangen. Mittlerweile waren sie im Autohandelgeschäft angekommen und ließen die Schwarzbrennerei hinter sich. Zunächst zog der Reisende die Opfer nur vorsichtig irgendwo auf die Straße aus dem Auto und hoffte, dass sie aufwachen würden, bevor irgendwelche Viecher am Straßenrand, wie Schlangen, Skorpione oder Spinnen, sie zuerst erwischten. Schließlich fing er an, darüber nachzudenken, wie sehr um seine Erfahrungen im Medizinstudium beraubt worden war. All das Geld, das verschwendet wurde, weil die staatlichen Colleges zu gierig gegenüber ihren Studenten waren. Es machte ihn wütend. Man hatte ihm Unrecht getan, obwohl er doch nur den Menschen helfen wollte. Die Menschen auf seinen Autositzen konnten die ganze Ausbildung sein, die er brauchte, und alles, was er wirklich brauchte, war Praxis, um Arzt zu werden. Er begann, die Körper zurück in die Werkstatt zu bringen, wo sie die Autos zerlegten, und hielt einen kleinen Raum an der Seite für sich allein frei. Sein erstes echtes Opfer war für ihn wie die Erkundung eines Fantasielandes. Er wollte alles über die erstaunliche Welt der Anatomie und der chirurgischen Kunst wissen, über die er bisher nur gelesen hatte. Er legte den Körper auf einen langen Metalltisch und zog ihn aus. Er erinnerte sich immer an seinen ersten Schritt. Es war ein vorsichtiger Schnitt, als würde er langsam ein Weihnachtsgeschenk öffnen. Ihm war schwindelig wie ein Kind, als sich das Blut auf den Tisch ergoss und auf dem Boden unter ihn tropfte. Er legte alles frei und entfernte alles, was er im Innern seiner Opfer finden konnte. Lungen, Nieren, Lebern, alles, was er anfassen und entfernen konnte, entfernte er auch. Er entwirrte die Eingeweide und stocherte gern in den besonders matschigen Dingen herum. Manchmal wachte das Opfer schreiend auf, aber immer verblutete es, bevor jemand zu seiner Rettung kommen konnte. Das machte dem Reisenden so viel Spaß. Je öfter der Reisende Opfer nach Hause brachte und je mehr Erfahrung er mit seiner rostigen chirurgischen Ausrüstung hatte, desto unvorsichtiger wurde er in seinen Lehren.
Sein kindlicher Geist war inmitten einer solchen makabren Szene aus Blut und Eingeweiden sehr lebendig. Aber solange er alles aufräumte, nachdem er fertig war, machte es seiner Familie nichts aus. Die Brüder hatten mehrere Monate lang sorgfältig Autos von Menschen erbeutet, bevor der älteste Bruder schließlich von der Polizei gefasst wurde. Mehrere der Opfer, die er am Leben gelassen hatte, gaben der Polizei Informationen preis. Ohne die Namen seiner Brüder, seiner Komplizen preiszugeben, wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Für die beiden anderen Brüder war die Arbeit ohne ihren Bruder sehr schwierig. Das Skelett und der Reisende beschlossen, eine letzte Flucht zu unternehmen, um ihren Bruder aus dem Gefängnis zu befreien und den Rest ihres Lebens im Süden zu verbringen. Aus den Informationen, die ich erhalten habe, geht nicht genau hervor, wie sie es getan haben, aber der älteste Bruder wurde aus dem Gefängnis befreit, was ihm übrigens den Namen einbrachte, den er trägt, der Gefangene. Und sie fuhren in einem gestohlenen Auto nach Süden. Sie versteckten sich von Motel zu Motel, benutzten falsche Namen und trafen alle Vorsichtsmaßnahmen, um ihre Spuren zu verwischen, während sie sich nach Süden in Richtung einer kleinen wachsenden Stadt aufmachten, in der sie versuchen konnten, ein neues Leben zu beginnen. Nach mehreren Tagen ohne Essen auf ihrer Flucht war der Stress ihrer unvermeintlichen Festnahme und Inhaftierung fast zu groß für sie. Sie wussten, dass die Polizei aktiv nach den Gefangenen und seinen Komplizen suchte, aber sie waren bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen, um zu verhindern, dass sie gefangen genommen und voneinander getrennt wurden. Mit Adrenalin im Blut rasten sie eine leere Autobahn hinunter, während die Polizei ihnen auf den Fersen war, und wo immer sie landeten, mussten sie sich verstecken. Nachdem sie auf ihrer letzten Fahrt alle Ressourcen aufgebraucht hatten, ließ das Trio sein Auto am Straßenrand stehen und rannte weiter, bis sie auf einen Friedhof stießen. Da sie wussten, dass die Polizei bald vor Ort sein würde und sie nicht bis in die Stadt schaffen konnten, in der sie eine Panne hatten, wägten die Brüder die wenigen Möglichkeiten ab, die sie hatten, und sprangen über den großen Zaun des Friedhofs auf den Hinterhof eines riesigen Herrenhauses. Dort brachen sie ein und versteckten sich in einem Mausoleum. Niemand weiß mit Sicherheit, was danach mit ihnen geschah. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass sie so lange wie möglich in den Steinkäfig lebten, bevor sie verhungerten. Andere sagten, sie seien an dem, was sie in dem Mausoleum sahen, vor Schreck gestorben. Die Leichen der Brüder wurden nie gefunden und sie wurden seither nicht mehr lebend gesehen. Ich wiederhole mich in aller Deutlichkeit. Diese drei Geister, der Reisende, der Gefangene und das Skelett, sind die drei tödlichsten Geister der Welt. Es gibt nur eine Straße in Amerika, die an dem Friedhof vorbeiführt, auf dem sie ihre letzten Momente verbracht haben. Egal, ob es Tag oder Nacht ist, wenn ihr an diesem Friedhof vorbeifahrt, ladet ihr sie ein, lockt sie an. Sie können der Versuchung nicht widerstehen, euch von dem zu befreien, was sie nicht haben können. Diese Geister sind nicht auf einen bestimmten Ort wie ein Haus beschränkt. Diese Geister sind viel unberechenbarer und vielseitiger. Wenn ihr diese eine Straße zu irgendeiner Tageszeit befahrt, werdet ihr jemanden sehen, der an der Seite trampen will. Was auch immer ihr tut, nehmt ihn nicht mit. Es mag für jemanden, der nur ehrlich nach einer Mitfahrgelegenheit sucht, gemein sein, aber es ist das Risiko nicht wert. Die einzige Hoffnung, die ihr zu diesem Zeitpunkt habt, ist, diese Person zu überholen und in den Rückspiegel zu schauen. Wenn ihr die Person in der Spiegelung außerhalb eures Autos noch sehen könnt, seid ihr sicher. Ist dies nicht der Fall, bedeutet es, dass die Person euch als Mitfahrer ausgewählt hat. Wenn dies der Fall ist, steigt sofort aus dem Auto. Haltet so schnell wie möglich an und lasst das Auto für immer stehen. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr das nächste Opfer. Welcher Bruder mitgenommen werden wird, hängt davon ab, wie viele Personen sich in eurem Auto befinden. Solltet ihr mit einer weiteren Person im Auto unterwegs sein, seid ihr dem Skelett ausgeliefert. Wenn ihr fahrt, werdet ihr sehen, dass derjenige, der auf dem Beifahrersitz sitzt, plötzlich zu euch herüberschaut. Selbst wenn ihr euch nicht umdreht, wisst ihr, was ihr sehen werdet. Blutverschmierte Augenhöhlen und ein leblos heruntergefallener Kiefer werden der Ausdruck des Gesichtes sein. Wenn ihr es erkennt, werdet ihr spüren, wie euch ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Wenn euer Auto verunglückt, werdet ihr und euer Beifahrer bereits tot sein. Solltet ihr mit einer Familie unterwegs sein und die Warnung über den Anhalter nicht beherzigen, wird euer Tod durch die Hand des Gefangenen sein. Schnell, leise,
Das Nichts wird eure Gedanken erfüllen, während euer Kopf mit einem Tennisball großen Loch durch Vorder- und Rückseite plötzlich gegen das Lenkrad knallt und das Auto in alles hineinrast, was sich ihm in den Weg stellt und alles und jeden mit sich nimmt. Solltet ihr allein fahren, hättet ihr von Anfang an genauso gut zu Fuß gehen können. Der Reisende war zu Lebzeiten ein mitfühlender und barmherziger Mensch. Aber wenn er erst einmal in eurem Auto sitzt, werdet ihr feststellen, dass er sich ganz anders verhält. Zuerst wird euch so übel, dass ihr anhalten wollt, um euch zu übergeben. Aber ihr werdet sich tun, weil ihr es nicht könnt. Von da an wird es nur noch schlimmer. Eure Nase beginnt zu bluten und ihr habt ein gurgelndes Gefühl im Magen. Ihr fangt an, Blut auszuhusten und eure Sicht wird unscharf. Ihr versucht anzuhalten, aber der Reisende lässt euch nicht. Er genießt es, mit euch zu reisen, während er sein Handwerk ausübt. Eure Brust, euer Rücken und der Magen werden enorme Schmerzen haben, denn das, was in euch ist, ordnet sich neu an. Ihr werdet jedes Mal mehr und mehr Blut husten, da ihr die Kontrolle über eure Muskeln und die grundlegenden Körperfunktionen verliert. Die Haut um eure Brust und um euren Bauch beginnt zu spannen und zu reißen. Bald bedeckt Blut euren Schoß und euren Sitz. Wenn ihr das blutende, pulsierende Chaos seht, das unter eurer blutgetränkten Kleidung pulsiert. Aber keine Sorge, der Tod ist nicht mehr weit entfernt. Ihr würdet also nicht allzu lange leiden. Trotzdem würde ich lieber einfach aussteigen, mein Auto stehen lassen und nach Hause laufen. Anzahl der geschätzten kollektiven Opfer: 41. Ich hoffe, dass diese Liste euch irgendwann einmal helfen wird. Gott bewahre, dass sie jemals auf eines dieser Dinger stoßt. Ich versuche wirklich, mich nicht davon einschüchtern zu lassen, aber bei allem, was passiert ist, habe ich lieber Angst, als tot zu sein. Dies ist sicherlich keine Aufforderung, die Gerüchte über diese Geister zu testen, ob man nun an sie glaubt oder nicht. Sie sind sehr gefährlich und scheren sich nicht um euren persönlichen Glauben. Allerdings habe ich diese Fälle etwas genauer untersucht. Und so bestürzend es auch ist, möchte ich euch bitten, diese Beobachtung zu berücksichtigen. All diese Fälle sind im südlichen Louisiana angesiedelt und drehen sich um ein einziges Haus. Und zwar um dasselbe Haus. Das bedeutet, dass es nur einen einzigen Ort gibt, an dem ihr einen dieser Geister finden könnt. Der Dachboden, der Friedhof, das Porträtzimmer, all das hängt zusammen. Irgendetwas an dem Haus oder dem Land ruft das Böse hervor, das es umgibt. Ich werde zwar nicht verraten, wie der Ort genau genannt wird, um euch die Reise zu ersparen, aber bei näherer Betrachtung spuken dort bis heute knapp 1000 verschiedene Geister. Ich werde keine genaueren Angaben machen als die, die bereits bekannt sind, denn niemand, vor allem nicht diejenigen unter euch, die diese Geschichte bis zum Ende gehört haben und sich der Gefahren bewusst sind, sollten sich in der Nähe dieses Hauses begeben. Das Haus ist seit Beginn der Unfälle vor der Öffentlichkeit verborgen und darf einfach nie wieder besucht, angesehen oder auch nur betreten werden. Denkt einfach daran, vorsichtig zu sein. Es gibt viele Dinge auf dieser Welt, die wir noch immer nicht verstehen. Und der Preis, den man zahlt, wenn man sich ins Unbekannte wagt, könnte das eigene Leben sein. Ich bete für eure Sicherheit und hoffe, dass ihr niemals den Geistern des am meisten heimgesuchten Hauses der Welt zum Opfer fallt.